Herzlich willkommen zu einem neuen Mentorentalk hier auf youngleader.net. Ich bin hier in Hagen bei der ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH und bei mir sitzt Ihr CFO. Herzlich willkommen, Andreas Rux. Vielen Dank. Herr Rux, lassen Sie uns über das Thema Führung sprechen. Mich würde interessieren, wie herausfordernd ist Führen, das Führen von Menschen für Sie persönlich? Also ich denke, für mich persönlich ist es durchaus herausfordernd. Es ist ja immer eine Typfrage, ob man eher extrovertiert oder introvertiert ist. Ich denke, das zeigt auch schon die Position. Ich bin eher natürlich vielleicht etwas introvertierter, aber nichtsdestotrotz ist Führung für mich ein ganz, ganz wichtiges Element, um natürlich das Unternehmen voranzubringen. Und sicherlich in der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht etwas herausfordernder von großen Gruppen, aber ich denke, meine Stärke liegen eher im persönlichen Gespräch und in kleinen Gruppen und dort auch entsprechend die Mannschaft voranzubringen und zu motivieren und meinen Beitrag zu leisten. Wie war das bei Ihnen persönlich? Wann haben Sie vielleicht auch im Laufe Ihrer Karriere festgestellt, dass das Führen von Menschen, dass solche Positionen letztlich auch etwas für Sie sind, dass Sie sagen, da möchte ich auch entsprechend mich weiterentwickeln? Also ich denke, es ist ja nicht immer dieser initiale Moment vielleicht, wo man das findet, sondern das entwickelt sich über die Zeit. Und in meiner früheren Tätigkeit hatte ich oft in kleineren Teams, in kleineren Gruppen zu tun. Das hat mir Spaß gemacht. Das war auch immer eine sehr sachliche Diskussion. Da hat man auch mal das ein oder andere Wehwehchen entsprechend mitbekommen. Das fand ich echt interessant. Und seitdem ich jetzt hier bei ThyssenKrupp bin, führe ich auch größere Einheiten. Und da musste ich sicherlich erstmal hineinwachsen. Aber ich habe jetzt doch gemerkt, dass man auch eben mit viel größeren Einheiten entsprechende Qualitäten, vielleicht auch andere Qualitäten mitbringen muss. Und das hat mir dort bei TK sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich auch froh, in so einer Einheit wie jetzt Federn Stabilisatoren zu sein, denn das finde ich eine wirklich sehr schöne Größe. Da kennt man noch die jeweiligen Leute, die Führungsmannschaft, auch noch die Ebenen darunter und ich finde, hier sieht man auch konkret, was man bewirken kann. Sie haben die Unterschiede schon angedeutet zwischen kleineren Teams und vielleicht auch etwas größeren Mannschaften, größeren Teams. Wo sehen Sie genau diese Unterschiede aus? Wie sieht das aus im Alltag? Also ich denke, wenn Sie größere Teams oder größere Veranstaltungen haben, dann ist es ganz wichtig, dass Sie eine klare Agenda haben, müssen natürlich auch mal haben, aber dass Sie die Botschaften ganz klar wählen. Das heißt, gerade in den größeren Einheiten haben Sie ein sehr heterogenes Umfeld vielleicht. Sie haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von den verschiedenen Perspektiven, die ein Unternehmen einnehmen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie meiner Ansicht nach sehr klare Botschaften haben, die Botschaften auch verstanden werden und Sie diese Botschaften auch einfach in Anführungsstrichen an den Mann und an die Frau bringen. Und ich glaube, in einem kleineren Team, da können Sie nochmal auf Individualitäten besser eingehen, auf die Persönlichkeit des jeweiligen Gegenüber und können auch dort immer wieder nochmal gucken, okay, passt das jetzt gerade für die einzelne Person oder nicht. Und ich denke, das ist einfach die Bandbreite. Und sicherlich müssen Sie bei den größeren Teams auch nochmal auf der Bühne stehen können, Sie können entsprechend sprechen, Sie können sich entsprechend präsentieren. Da würde ich mal sagen, in kleineren Teams haben Sie eher die Möglichkeit, da mal schneller zu sprechen, einen Lapsus einfach sich zu leisten. Das haben Sie auf der großen Bühne besser mal nicht. Wenn Sie auch an den Beginn Ihrer Führungskarriere zurückdenken, gab es da besondere Momente, herausfordernde Situationen, an die Sie sich zurückerinnern können? Also ich glaube, eine besondere Herausforderung für mich war, als ich zu ThyssenKrupp gekommen bin, dann hatte ich meine erste Aufgabe in unserer internen Beratung. Das war damals eine sehr, sehr kleine Einheit, muss man dazu sagen. Das waren damals rund 20 Leute. Was dann aber passiert ist, die Einheit war rund 3 Jahre alt, das waren ja sehr viele junge Leute, die ersten Leute dann gesagt haben, wenn der Andreas das macht, wer weiß, wie das wird. Ich war erst die zweite Führungskraft praktisch dort in der Einheit. Und gerade die Jüngeren haben dann gesagt, nee, dann gucke ich mal nach 3 Jahren, was es dann sonst noch so auf dem Markt gibt. Das heißt, wir hatten eine Gefahr, dass wirklich gerade die Leistungsträger uns auch nochmal verlassen, ne, weil wir einfach nicht etabliert genug waren. Und ich glaube, da habe ich einfach gemerkt, dass es ganz wichtig ist, auch im Kleinen zu wirken. Denn gerade bei solchen kleinen Mannschaften bin ich dann im Prinzip durch die einzelnen Flure gegangen, durch die Zimmer gegangen, habe mit den Leuten einzeln gesprochen, im Einzelgespräch, ihnen nochmal erläutert, was wir denn vorhaben, wo wir hinwollen, was auch der Benefit für den Einzelnen ist, nicht nur für die gesamte Mannschaft. Und habe es dann so geschafft, dass ich zumindest die Mannschaft gut stabilisiert habe. Und dann war es eben auch wichtig zu zeigen,
was macht man denn noch und auch schnelle Erfolge vorzuweisen. Mhm. Ja, das heißt, innerhalb von 3 Monaten haben wir es geschafft, auch Neueinstellungen zu generieren und Recruiting-Markt anzuspielen, die Projekte entsprechend aufzusetzen. Das heißt, auch der Kunde war dann sehr zufrieden, sodass man auch in der kleinen Mannschaft einfach die Stimmung gedreht bekommen hat und dadurch dann auf der einen Seite es geschafft hat, sicherlich eine gewisse Bewegung in der Mannschaft zu haben, aber auch halt auch die Motivation nach oben zu bringen. Und das hat schon sehr geholfen. Was geht da gerade zu Beginn in einem vor, wenn man eben auch merkt, wir laufen vielleicht ein Stück weit Gefahr, die Leistungsträger dieses Teams auch zu verlieren? Spürt man da eine gewisse Form von Druck? Wie war das bei Ihnen? Also Sie spüren sicherlich eine Form von Druck, was auch wichtig ist, gerade wenn es Ihre ersten Führungspositionen sind, dass Sie es nicht persönlich nehmen. Denn sobald Sie es persönlich nehmen, dann, je nachdem wie Sie gestrickt sind, sagen wir mal so, haben Sie auch gewisse persönliche Reaktionen dahin. Und wichtig ist, dass Sie ruhig bleiben, sachlich bleiben, sich die Dinge gut überlegen. Und natürlich spüren Sie einen Druck. Sie spüren Druck von oben, ne? Von den Leuten, die sagen, ja, aber das ist doch jetzt deine Einheit, jetzt probier doch mal. Sie spüren auch einen Druck von, ehrlich gesagt, Ihrem Vorgänger, der gegebenenfalls noch da ist, der sagt, guck mal, habe ich schon immer so gesagt. Und natürlich auch aus der Mannschaft heraus, weil gewisse Erwartungen an Sie getragen werden. Das heißt, je nachdem, wie Ihre Führungsposition ist, sind Sie immer in einer gewissen Sandwich-Position zwischen Ihrem Team, auch vielleicht Ihren Chefs. Und wichtig ist trotzdem, dass Sie die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen. Ich glaube, jeder will in Anführungsstrichen was Gutes. Aber Sie müssen halt gucken, dass Sie ruhig und sachlich bleiben und die Dinge nicht persönlich nehmen. Sonst wird es meiner Ansicht nach gefährlich. Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen das auch damals gefallen, diese Dinge nicht zu persönlich zu nehmen? Da komme ich wieder zu extrovertiert und introvertiert. Ne? Also wenn Sie halt eher introvertiert sind, sind ja oft die etwas sachlicheren Typen, ist es wichtig, dass dann fällt Ihnen das vielleicht leichter. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich immer wieder in die Rollen des jeweils anderen zu versetzen. Also auch diejenigen, die bei dem Beispiel zu bleiben, bei der Mannschaft damals in der internen Beratung gegangen sind, das konnte ich individuell schon nachvollziehen. Die Kollegen waren 3 Jahre da, Beratung ist irgendwo ein Durchläufer, das ist schon in Ordnung. Und wichtig ist, so habe ich das zumindest damals gemacht, die Kollegen auch entsprechend zu begleiten, eine gewisse Verbindung zu behalten, gutes Gefühl zu geben. Und das hat sich auch hinterher gezeigt, das zahlt sich aus. Weil die Leute, die bleiben, die sehen, wie sie agieren, die vertrauen ihnen und die werden dann, wenn die gehen wollen, zuerst zu ihnen kommen und nicht ihnen eine Kündigung auf den Tisch legen. Und damit können sie das bis zu einem gewissen Maße auch noch beeinflussen, was da passiert. So, und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass sie dort zugänglich bleiben. Sie haben das Wort Vertrauen gerade auch angesprochen. Welche Rolle spielt beim Aufbau dieses Vertrauensverhältnisses auch das persönliche Gespräch, dass man also als Führungskraft wirklich auch greifbar ist, dass man da ist? Also ich persönlich finde das halt sehr wichtig. Ich glaube, das Gespräch ist wichtig. Man kann die Dinge noch in Position noch mal erläutern. Viel wichtiger ist aber de facto das Handeln. Ja? Der alte Spruch, walk the talk, es gilt immer noch, wo Sie einfach sagen, ich kann viel erzählen und ich kann viel kommunizieren. Am Ende werden Sie danach gemessen, wie Sie agieren und was Sie tun. Und ich glaube, darüber muss man sich wirklich Gedanken machen. Es geht nicht um die Kommunikation, sondern es geht insbesondere darum, wie Sie agieren und ob Sie auch das, was Sie sagen, machen. Und ich glaube, da gibt es mehr als genug Beispiele. Ich hatte schon das Thema mit zum Beispiel den Mitarbeitern, die gehen wollen, aus gutem Grund. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie eine gewisse Agenda haben mit der Einheit, was wollen Sie damit machen? Die können Sie natürlich verkünden, aber wichtig ist, dass Sie dann auch schnelle Erfolge entsprechend vorweisen können, aber dass Sie auch wirklich die Kapazitäten, die Themen darauf ausrichten, was wollen Sie mit der Einheit tun. Ja, wieder bei dem Beispiel zu bleiben, interne Beratung, wir haben ins Recruiting investiert, wir sind die Kunden entsprechend angegangen, wir haben damals das Thema gehabt von zu langen Arbeitszeiten. Da haben wir auch mit Kunden gesprochen, dass wir die Projekte anders planen wollen. Wir haben entsprechende Sabbaticals für die Kollegen eingeführt, so dass die Mannschaft einfach sieht, es passiert auch was. Und dann bauen sie auch dieses entsprechende Vertrauen auf. Also ich denke, Ankündigungsweltmeister, das reicht nicht aus. Wenn wir auch auf den heutigen Alltag von Ihnen zu sprechen kommen, wie sieht Ihr Führungsalltag denn tatsächlich heute ganz praktisch aus? Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus Tagesgeschäft, sagen wir mal so. Also Führung im Sinne von einfach auch die Dinge, für die Sie verantwortlich sind, abzuarbeiten. Da gehören die normalen E-Mails dazu, die Telefonate. Ich persönlich finde Telefonate besonders wichtig, beziehungsweise auch die persönlichen Treffen, weil da kommen Sie direkt in Kontakt mit den Leuten. Und das ist für mich halt auch ein Teil von Führung, sich jeweils die Themen der Kollegen anzuhören. Was liegt aktuell an, wie kann man sie entsprechend unterstützen und darüber kann man natürlich auch irgendwo auf deren Agenda einwirken.
Aber ich glaube, die Führung heute sieht nicht mehr so aus, dass sie die Aufgaben vorgeben, sondern wir versuchen ja Leute zu haben, die in Anführungsstrichen wissen, was sie tun in ihrem jeweiligen Gebiet, die auch selbstständig mit einer Idee und einer Agenda hochkommen. Und wir agieren dann ganz stark als A, Sparringpartner natürlich, das ist wichtig, aber B, wir wollen auch über eine gewisse Konsequenz sicherstellen, dass sich die Agenda nicht dauernd ändert, sondern dass im Prinzip dann auch die PS auf die Straße gebracht werden. Und das passiert im Prinzip für mich über einen täglichen Touchpoint mit meinen Direct Reports, soweit das möglich ist, oder halt auch durch Gespräche einfach auf dem Flur mal oder auf dem Café. Jetzt ist es ja so, dass genau diese Gespräche, diese Telefonate ja logischerweise auch Zeit kosten. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade junge Führungskräfte, frische Führungskräfte auch sagen, die Zeit habe ich ja gar nicht, dem allem gerecht zu werden, weil ich habe ja noch genug andere Themen, mein Daily Work. Was würden Sie auch so einer Führungskraft entgegnen, die eben auch sagt, würde ich gern machen, habe ich aber die Zeit nicht für? Also ich glaube, das ist immer diese Herausforderung. Mir hat mir jemand gesagt, man muss am Ende aufpassen, dass man nicht selber sein eigener bester Sachbearbeiter wird. So, und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, dass Sie genug Zeit da rein investieren müssen, dass Sie auch Zeit da rein investieren müssen, dass Sie Ihr Team richtig aufstellen. Ja. Dass Sie also sich wirklich über die Kapazitäten, die Themen, wo wollen Sie hin und auch salopp gesagt über die Person Gedanken machen. Und wenn Sie das richtig aufgestellt haben, dann sollten Sie sich auch die Zeit nehmen, die Kollegen zu führen. Ich finde es immer sehr schwer, da eine Zahl, eine Prozentzahl dran zu pinnen. Aber das ist ein ganz wesentlicher Auftrag und das erwarten auch die Leute von Ihnen. Vielleicht dazu nochmal, sicherlich gibt es Leute, die sagen, Sie müssen als Chef der beste Experte sein und wenn nicht, eskaliere ich was. Ich glaube, da verändern sich die Zeiten etwas. Je nachdem, welche Position Sie begleiten, sind die Probleme derart vielfältig, dass Sie die gar nicht in Summe beherrschen können. Sehen Sie, ich bin verantwortlich für Finanzen, für HR und auch für IT. Dass ich der Experte in allen drei Bereichen bin, ist sehr unwahrscheinlich. Aber wichtig ist, dass Sie ausreichend breites Wissen haben, auch den Hintergrund verstehen, die Dinge einordnen können, einen Rahmen setzen können, sodass Sie dann durchaus fachlich weitgehend mitsprechen können. Aber Sie brauchen sicherlich nicht der Experte in einzelnen Sachverhalten sein, sondern dafür brauchen Sie genau Ihr richtiges Team. Jetzt sind Sie ja logischerweise genau dafür zuständig, diese Fachexperten zu führen. Kann man Führung Ihrer Meinung nach lernen aus dem Lehrbuch oder Ähnlichem? Wie stehen Sie dazu? Ist das lernbar? Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Maße durchaus lernbar. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, es kommt darauf an, wie groß die Mannschaft ist, wie viel Charisma brauchen Sie, wo sind Sie. Ja? Führen Sie jetzt den DAX 30-Konzern? Das ist schwierig zu lernen. Da brauchen Sie ein gewisses Charisma. Das gibt sich aus Ihrer Persönlichkeit, aus den Karriereschritten, aus den Themen, die Sie vielleicht bisher gesehen haben, aus vielen persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, dieses Charisma können Sie nicht erlernen. Aber was Sie erlernen können, ist bis zu einem gewissen Maße Handwerkszeug. Und ich bin davon überzeugt, dass auch viele große Manager, DAX 30 Manager, das Handwerkszeug an vielen Stationen erlernen mussten. Ja, die haben das vielleicht etwas früher gelernt als andere und sei es als Trainer im Fußballverein, sei es als Werksleiter irgendwo in Asien. Aber diese Erfahrungen sollten Sie machen. Wo Sie sicherlich nicht lernen werden, ist als Experte in irgendeiner Fachfunktion, in dem Sie eine Kaminkarriere machen, sondern ich glaube schon, dass Sie das Handwerkszeug bekommen, wenn Sie einen breiten Erfahrungsschatz haben. Und sei es auf verschiedenen Positionen, verschiedene Länder, verschiedene Rollen. Das heißt, diese Erfahrung, die muss ich letztlich auch so machen. So ist das. Ne? Und dadurch kriegen Sie auch Ihr Handwerkszeug. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass Sie halt bis zu einem gewissen Maße reflektieren. Also überlegen Sie sich, wieso Sie wirken, wie Sie wirken. Was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. So, und dann können Sie dazu, ich sag mal, das Handwerkszeug, die Bücher lesen, die Coaches entsprechend in Anspruch nehmen. Aber das Verständnis, sich selber immer wieder zu hinterfragen, das muss aus Ihnen herauskommen. Zusammengefasst gesagt, was würden Sie einer jungen Führungskraft, also jemandem, der zum ersten Mal eine Führungsposition jetzt auch bekleidet, was würden Sie demjenigen mitgeben wollen als Tipp? Also ich würde ihm wirklich mitgeben, schauen Sie sich erstmal Ihr Team an, schauen Sie sich die Leute sehr genau an und dann hinterfragen Sie sich, was motiviert diese Leute individuell, was treibt die, was wollen die? Das ist, glaube ich, das eine. Das zweite ist, machen Sie sich wirklich Gedanken über Ihre eigene Agenda, wo wollen Sie in Anführungsstrichen Ihren Verantwortungsraum hin begleiten, wo wollen Sie hintreiben, passt das Team dazu und machen Sie sich auch insbesondere Gedanken über sich selbst. Passen Sie dahin, was müssen Sie tun, um die Leute zu motivieren, um Ihre Themen durchzusetzen oder durchzubringen und wie ist auch Ihr Umfeld, Ihre
Peers, Ihre Kollegen, Ihr Chef. Das heißt, eine gewisse Selbstreflexion würde ich schon für sinnvoll achten. Und stellen Sie sicher, dass Sie nicht Ihr eigener bester Sachbearbeiter sind. Herr Rux, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Chance. Das war der Mentorentalk mit Andreas Rux. Alle Videos rund um den Umgang mit herausfordernden Führungssituationen findet ihr wie immer hier bei uns auf dem Portal. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.